Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Wochenende. Das heißt, es gibt Samstag und Sonntag zwei Folgen. Einmal um 10, einmal 19 Uhr. Ja, der Harry, der Thomas, der Till und der Chris sind auch dabei. Moin. Moin. Hallo. So, wir haben den drei Jungs jetzt hier gerade den Fendt 939 Generation 6 präsentiert mit den Samsung PG2 Güllefass, beziehungsweise das Güllefass haben wir jetzt erstmal voll gemacht, haben das betankt hier aus der Güllegrube, da ist ordentlich was drin, ich hoffe, die ist gut umgerührt und jetzt geht's aufs Feld, jetzt wollen wir mal ein bisschen Feldpräsentation machen hier, wie sich der 939 so schlägt. Ja, ich bin gespannt. Ja, und wir sind gespannt, auf welchem Feld das Ganze stattfinden wird. Auf der 38, so wie gerade schon bekannt gegeben, dass die direkt hier am Hof. 38. Ich empfehle dir, mach die Tür zu. Ach nee. So. Meine Herren, kommen Sie ruhig mal mit. Wir gucken mal, wie das der Chef macht, ja? Oh. Oh, das kann man eigentlich einklappen. Und dann würde ich sagen, schieß mal los hier. Was hat er gesagt? 38? 38 hat er gesagt. Ist ja hinter uns, glaube ich, oder? So, na dann wollen wir mal hier mit dem Riesenteil hier rum. So, 38. Ah ja. Okay. So, hier kann die Gülle drauf? Ja. Ah ja, okay. Aber hier ist ja schon angesät, oder? Ja, aber die Zuckerrüben brauchen ja trotzdem noch Nährstoffe. Gut, dann steige ich doch von, den steige ich von oben. Wo haben wir denn die lange Bahn? Ah, es ist bei dem Feld fast Wurst. Gut, aber wir fahren trotzdem von oben. So. Na, meine Herren. Oh, Papa muss das einrichten. Das geht nicht so schnell. Oh Gott, ich glaube, ich gehe hier weg. Ich habe Angst. Oh. Sind wir nicht ganz auf dem perfekten Kurs hier. Till, sollte irgendwas zu Bruch gehen, wir sind auch gut versichert. Okay, das klingt schon mal vielversprechend. So, gut. Salah. Das sagt mir einer. Moment. Gut. So, meine Herren, sind soweit? Ja. Ja, wir haben hier diesen wunderschönen Schleppschlauch, ne? Da wird jetzt von oben quasi die Kaka, die Gülle, die wird einfach drauf plätschern. Jo. Ja. Dann schauen wir mal die Güllebürste gleich an. Das ist das Schöne. Das ist das Schöne an der Sache. Ich würde jetzt einfach langsam mal losfahren, ja? Ich fahre langsam, dass sie direkt ein bisschen schauen können und das nicht ganz so spritzt. Ja. Das ist in Ordnung, ja. Das passt, ja. So, Moment. Oh, und da läuft schon raus. Das gute Zeug. Sag mal, sind Sie sicher, dass es Feld noch braucht? Müssen Sie den Schleppschlauch nicht noch absenken? Naja, der ist ja eigentlich abgesenkt. Moment. Achso, nee, Moment. Jetzt geht's los. Oh, ja, mach ich auch nicht jeden Tag hier Gülle fahren. So, nun geht's los. Jetzt geht's direkt rein ins Gute. Ah ja. Funktioniert doch, oder? Kommt zumindest was raus. Hey, ja, das sieht gut aus. Funktioniert? Sehr schön, die
Sehr schön die Gülle verteilt. Eine sehr gute Ablage. So, ich gebe ein bisschen Gas, ne? Wir gehen mal hier auf Arbeitsgeschwindigkeit. Kein Mensch mehr hinterher. Naja, sonst verschwenden wir jetzt zu viel Gülle, ne? Da, das ist das Problem. Ja doch, wenn ich immer so ein bisschen mit dem Finger, ja doch, verteilt schön. Jo, geil. Ja, auch ziemlich genau die Ablage, ne? Ja. Du schaust genau zwischen den Pflanzen, genau da, wo es hin soll. Optimal. Vielleicht ja. Der Schleppschlauch hat was. Was meint ihr, ne? Also das Schöne ist halt, mit dem Schleppschlauch bringt es halt bodennah aus. Ne? Das ist der Vorteil. Es ist natürlich... Also es gibt auch die Möglichkeit, mit so einem Schleppschlauch mit Kufen unten dran, das Ganze auch noch ein bisschen in die Erde einzuarbeiten. Ja, da wird das, ja. Wird das ein paar Zentimeter eingearbeitet, 1-2 Zentimeter, je nachdem. Hat natürlich noch einen ganz anderen Vorteil. Erstens, sie haben es direkt unten drin, ne? Und es ist natürlich so, dass wenn es dann regnet, gerade bei Starkregen oder so, schwimmt nicht alles davon. Ja, wenn ja. Die Gülle jetzt noch nicht eingetrocknet ist. Gerade wenn der Boden halt sehr hart ist noch, ne? Oder sehr relativ trocken ist. Aber das ist schon ein gutes System hier, also mit dem Schleppschlauch. Ich sag nur die Alternative, die es da jetzt einfach noch dazu gibt, ne? Also die Schlitze wäre das dann in dem Sinne. Na, wir überlegen auf Dauer vielleicht nochmal einen Gülle-Grubber mit anzuschaffen. Aber das kommt dann alles in Zukunft. Auch je nachdem, wie dann hier die Mitmenschen das annehmen. Mhm. Einige hatten ja auch schon gefragt, ob wir das dann für die auf Lohn machen wollen. Mhm. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Genau. Also wie gesagt, da gibt es für das Samsung Fast noch optional die TD12. Das ist halt eben eine Gülle-Schlitzeinrichtung. Also die schlitzt den Boden leicht auf und bringt die Gülle dann direkt ein. Ja? Ja. So, und da haben sie das direkt ein paar Zentimeter im Boden drin und damit ist das halt eigentlich optimal am, da wo es hin soll auch. Ja, perfekt. Ja. So sieht's aus. Ich denke, die Arbeitsbreite ist auch in Ordnung für die Schlaggrößen hier. Ja, definitiv. Seht ihr auch, der Traktor kommt super damit aus. Ne? Ja. Ja, geil. Ja. Auf jeden Fall eine geile Kombi. Ja, wenn sie überzeugt sind davon, ist ja super. Dann nehme ich direkt ihre Bestellung auf. Das gehört mir zur Hälfte, von daher passt es. Ich wollte gerade sagen, das ist schon gekauft. Das ist schon gekauft. Ah ja, perfekt. Noch besser. Noch besser. Hat Harald mir gar nicht erzählt, dass sie das gekauft hatten. Ja doch, wir müssen halt nur noch dann, sie müssen uns nur noch ihren Anteil sagen. Den wissen wir noch nicht. Ja, das, Moment, da ging es jetzt um das Fass mit Schlauch. Genau, und den Traktor. Ja. Aber ich denke, da kann Ihnen der Herr Hafer dann auch noch mal mehr zu sagen, wenn er dann gleich mal wieder hier irgendwo in der Nähe ist. Ja. Oder Sie rufen einfach an, faxen durch, wie auch immer. Ja, das ist ja kein Problem. Also das ist jetzt das kleinere Übel. Was macht er denn da hinten? Weiß ich nicht. Ob der eins mit der Scheiße werden will, ich kann es Ihnen nicht sagen. Kann natürlich sein. Gucken Sie mal hier. Wie neidisch die anderen Bauern gucken beim Vorbeifahren. Mhm. Mhm. Hast du mal wieder was von Fritze gehört, Herr Harre? Da gab es ja mal so ein paar Problemchen. Der hat uns angerufen, der hat beim Schwarz wohl irgendwie Zuckerrohr in der Erde gebracht. Okay. Oder möchte das da kaufen und hat sich das angeguckt. Finde ich interessant, dass hier Zuckerrohr wächst. Ja. Aber gut, nee, sonst ist da im Moment tatsächlich ziemlich ruhig. Das hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt. Okay, das hat es wieder ein bisschen beruhigt. Das ist natürlich sehr gut. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, das ist doch super. Weiß nicht, wie gesagt, ihre Zuckerrüben, wir können ja langsam mal wieder Richtung Hof laufen. Ja, die Zuckerrüben müssten halt hoch in die... Oh, Moment. Moment, muss ich mit Harald noch einmal abklären, ob wir die oben brauchen oder ob wir die nach Schwatzing wollen. Ha, das kann ich Ihnen noch gar nicht so genau sagen. Wie viele Zuckerrüben haben Sie denn? 50 Tonnen habe ich jetzt, konnte ich jetzt besorgen. Ah ja, das ist ja schon mal ganz gut. Und der Rest wächst halt gerade, ne? Oh Gott, da muss ich aufpassen. Und Harald, wie sieht's aus? Ganz gut, Chef, ganz gut. Ja? Das wird nichts, da bist du weit weg, sag ich dir gleich.
Es geht doch nur darum, dass man das auch mal zeigen kann. Ja. Auch gleich mit Güllemixer vorne dran, das ist natürlich praktisch. Deswegen, meine Herren, ne, da könnt ihr auch, egal wie fest die Oberfläche ist oder so, ne, halten Sie das Ding rein, rührt immer ordentlich durch. Besser wie jede andere Begegnung. Ja. Ehrlich. Der sieht doch cool aus. Weil ja gerade der Pumpenturm ist ja gerade einzigartig bei dem Fass oder bei den Fässern von Samsung. Ja. Deswegen. Kannst du mal noch sagen, was unser Anteil ist? Für den Fendt und für das Fass und alles und die Steuern? Das hab ich daheim jetzt liegen. Ach so, ja gut. Dann rufen wir doch an. Ja. Dann wird man doch anrufen. Ja, Harald, ich würde sagen, wir fahren trotzdem nochmal hoch zur Fabrik, oder? Ja, können wir machen, wenn wir sowieso immer hier sind. Ich sag nochmal Bescheid wegen den 50 Tonnen, ja, wo die hingehen. Ja, okay. Alles klar, Harald. Gut, meine Herren, machen Sie es gut. Ja, ne? Viel Spaß damit, meine Herren. Viel Spaß Ihnen damit, ne? Ja, vielen Dank für die schnelle und qualitativ hochwertige Lieferung. Jo, was ist mit dem Fendt eigentlich, Harald? Bitte was? Was ist mit dem Fendt? Ja, den haben sie gekauft. Achso, ja, alles klar, dann geht's los. Wo ist unser Auto? Ja, hier drüben. Da, perfekt. Hörst du? Nö. Wieder ich. So, na, das hat doch gut geklappt, Mensch. War da eine gute Präsentation, da hat doch hingehauen. Auf jeden Fall. Ging gut. Gutes Gefühl dabei gehabt. Also finde ich. Sagen. Ja, das siehst mal so, ne? Wir haben es gut gemacht. Du hast auch wirklich immer sehr, sehr gute Ansätze getroffen, muss man sagen. Ja, kompromisslos. Ja, definitiv. Ja. Und ja, auch so. Guck mal, die Kunden haben sich wohl gefühlt. Ne? Die haben sich aufgefangen gefühlt und allem drum und dran. Hast ja auch eine gewisse Ausstrahlung von Festigkeit in deinen Worten gehabt. Aber ich sag mal so, Harald, jetzt muss ich mal trotzdem was fragen. Was denn? Haben wir oben bei der Fabrik nicht eigentlich noch noch eine Erweiterung bestellt gehabt? Eine Erweiterung in was? Eine Erweiterung für die Zuckerrüben mit dieser Zuckerrübenweiterverarbeitung. Verstehst du, was ich meine, wo wir diese verschiedenen Produkte draus machen konnten? Ja. Was wir ja extra so umfangreich vorgestellt hatten. Das auf jeden Fall. Ach so, das meinst du. Ach, das meine ich. Ja, gibt es noch eine E-Mail dazu. Das dauert noch eine Woche, 14 Tage. Okay. Das ist halt ein bisschen verzögert. Aber es kommt, Chef, es kommt. Gut. Ja, wir müssen ja da oben die Fabrik jetzt irgendwann mal in Betrieb nehmen, das nützt ja nichts. Ja, ich will die in Betrieb nehmen, bevor der Fritz ja die in Betrieb nimmt, wenn er seine nicht sogar schon in Betrieb genommen hat. Denkst du, dass der, also, glaubst du nicht, dass der schon so schnell war, oder? Wasser ist ja schon angekommen, also Wasser habe ich ja schon liefern lassen. Ich glaube, das müsste da sein, wenn der Bauhof ein bisschen mitgemacht hat. Okay. So, und dann fehlt ja eigentlich, was fehlt denn da noch? Ja, im Prinzip die Zuckerrüben. Die Zuckerrüben habe ich 50 Tonnen da. Oder kommen die dort rein? Oder ich weiß es gleich gar nicht. Müssen wir mal wirklich reingucken in die Produktion? Ja, halt mal, müssen wir mal rein. Naja, fahren wir mal hier rein. Ganz entspannt. Ja, eigentlich mal wieder was Neues. Erfahren. Wie, was Neues? Oh, hier sieht es aber schon gepflegt aus, muss man sagen. Früchte, und Karton und Leerpaletten? Oh! Aber was denn hier? Aber sagen wir, Chef? Ja. War das ja immer schön so bebaut? Und so grün? Nee. Da guckt ihr das mal. Der Bauhof hat ein bisschen Arbeit, hat ja, würde ich sagen, schon ein bisschen was gemacht, oder? Ja, warte mal, das müssen wir uns auch mal angucken jetzt. Das ist aber nicht schlecht. Warte mal, ich bleib mal hier stehen. Ja. So. Was ist denn hier drüben? Guck mal, die haben sogar eine Hecke hergepflanzt. Eine Hecke? Ja, das ist doch nicht schlecht. Mal an. Warte mal. Ja, was Bäume ausmachen, ne? Ganz ehrlich, und das ist die Halle? Warte mal, von wem ist das jetzt die Halle hier? Das wüsste ich nicht. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was ist denn das? Was ist denn das? Alter, keine Ahnung. Wer kauft sich denn sowas? Ja, weiß ich da nicht. Gottes Willen. Der Bauhof noch sein Zeug da stehen. Aber wer hat denn die Halle hergesetzt? Ja, keine Ahnung.
Riesenhalle auf jeden Fall und steht offen. Aber was man sagen muss, guck dir mal den Bauhof an, die haben ja ganz schön hier, ganz schön losgelassen, muss man sagen. Ja, definitiv. Also das hat ganz gut geruckt. Das hat auf jeden Fall gut geruckt. Passt doch. Gut, ey. Auf jeden Fall, sieht gleich wieder einladend aus. So. Aber Chef, sag mal, brauchen wir Holz? Hier drüben oder was? Ja, na guck mal, wenn wir sowieso immer hier sind. Guck mal, Chef, ich will mir irgendwann mal noch so einen kleinen Garten zulegen. Na, guck mal, hier mit den Paletten, meinst du nicht, da könnte man solche Sitzmöbel draus bauen? Ach, total tolle Sitzmöbel, ey. So, komm her jetzt hier. Nee, jetzt mal ohne Mist. Ja? Warte doch mal. Ja? Nee, aber jetzt mal ohne Flax, so mit Paletten und so. Meinst du nicht, dass man da was hinbekommt für die Außenanlage und so? Warum nicht? Hast du Zeit? Wann? Ja, weiß ich nicht, mal ein Wochenende oder so. Ach so, ja, naja, bestimmt. Ein paar Paletten geholt und die Dinger zusammengeschraubt. Das kann man machen. Das kann man machen, aber Paletten kriegst du auch nicht so einfach. Ja, heutzutage sowieso nicht bei den Preisen. So, pass auf. Wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Und zwar, Wasser ist tatsächlich drin. Wir brauchen noch Früchte. Apfelbirnen, Pfirsich. Was? Karton oder Leerpaletten. Ja, das ist tatsächlich so. Hat man doch mit Schlag, hat man doch eigentlich ein Dings. Das müssen wir aus Dings herholen. Sag mal, Harald, ich habe mal eine Frage. Das müssen wir aus Schwarzing herholen. Aber Harald, ja. Ich habe mal eine Frage. Sag mal, was hältst du? Aber Karton und Dings? Was? Karton? Karton und Dings muss auch noch rein. Karton und Leerpaletten. Ja, ne, der Kartonbude. Ja. Du hattest mich doch gefragt, was so vorkam. Also es könnte sein, dass das so eventuell, gibt doch so diesen gewissen Herrn. Ja. Der da gerne mal so freiwillig investiert. Ja. Ja. Ich glaube, da wollte irgendwie wieder so eine Kartonbude investieren oder so. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Okay. Ja, und dann? Aber ja, irgendwie so auf der Schwatzing oder was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Chef. An sich macht er ja echt einen guten Eindruck. Ja. Müssen wir halt schauen, ne? Ja, gut. Aber was fehlt uns denn jetzt hier? Brauchen wir denn die Zuckerrüben jetzt hier oder nicht? Nee. Nicht? Nee, keine Zuckerrüben. Was machen wir dann mit den 50 Tonnen Zuckerrüben, die du bestellt hast? Wofür brauchen wir die? Ich habe auch Kartoffeln gekauft ohne Ende. Ja, scheiße, wir sind Landhandel. Sag mal ohne Witz, ja. Was hältst du davon? Na wieso, können wir das nicht für die Schweinefutter-Dings, können wir das ja bauen? Natürlich können wir es mit naja, reinnehmen, also. Das stimmt schon, aber wir müssen halt schön auch rein sehen, bei den Schweine. Dass wir nicht... Ja, ich verstehe schon, dass die Schweine groß, fett und trächtig werden. Richtig, also, komm, auf geht's. Ja, aber du willst, wovon halte ich denn was? Von was? Achso, es gibt doch so einen Rübenzacker. Ja. So ein Rübenhacker und da können wir doch auch Schweinefutter herstellen, oder? Ist richtig. Vielleicht wäre sowas ja mal noch eine Investition für den Landhandel. Boah, da müssten wir aber beim Landhandel auch mal was uns von Produktion trennen zum Beispiel. Ja, welche denn? Wir können uns, von was wir uns trennen können, ist von dem grünen Lager. Ja, weil wir es eh nicht mehr brauchen. Im Prinzip, das ist so mit der Reinigung, das wird immer zu teuer mit der Reinigung. Wenn man überlegt, was wir da an Reinigungsgebühren jedes Mal drauf zahlen, ne? Und für den Aufwand, was wir jedes Mal haben beim Hin- und Her-Transportieren, dann lieber würde ich sogar ja schön wegruppen, aber vielleicht auch nochmal noch eine kleine Halle oder so mit dran setzen oder vielleicht mal eine schöne Sitzecke, Chef. Wir haben keine Sitzecke. Ja, oder eine Halle noch, das würde ja auch gehen, ja. Na gut, aber wir haben hinten genug Abstellmöglichkeit. Das ist auch ja, deswegen, dann lieber Chef, wenn wir das so machen, ich habe gerade vor meinem Inneren, renn da nicht weg. Ja, komm, wir müssen wieder zurück. Ja, aber ich habe vor meinem inneren Auge, stell dir das vor, das große Lager ist weg. Wir stellen uns dort noch so einen schönen Zahacker hin. Das können wir machen. Ey, sag mal, Junge. Was will denn der hier? Keine Ahnung. Hinfahren oder was? Oder willst du... Warte mal. Ey, komm, lass sie. Ja, gut. Kein Bock drauf. Wieso wird zu stressig, oder was? Ah, nee, komm, fahr weg. Es gibt wieder nur dummes Gewicht. Nee. Guck, der guckt schon wieder so komisch. Nee, nee.
Nee, aber pass auf, stell dir vor, ne, wir setzen uns da den Zager hin, wie du sagst. Ne? Mhm. Und dann so inmitten, so mit ein bisschen Grün ringsrum, so eine richtige, schöne Voliere. Eine richtige, schöne Voliere. Alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei den Freunden. Da geht's Voliere weiter. Morgen früh um 10. Habt ein schönes Wochenende, habt einen schönen Samstag, beziehungsweise Sonntag, wann ihr das Video eben seht. Und ja, bleibt gesund. Bis dahin, ciao. Ciao.